Hallo liebe Freunde, Fex im Gruße. Beim letzten Mal haben wir zwei streitende Bauern davon abgehalten, sich gegenseitig mit Äpfeln zu bewerfen. Da sind wir auch stehen geblieben. Und von hier aus geht's jetzt weiter. Wir wollten nämlich ursprünglich eigentlich mal auf der anderen Seite weiterlaufen. Und zwar hatte ich gesagt, wir gehen hier mal links hoch. Wir wollten nämlich zum Jäger Kauzenstein. Das ist hier das grüne Fragezeichen. Und das werden wir jetzt mal machen. Auf, auf, marsch, marsch. Und Rulana, wenn wir zwischendurch hier irgendwelche Einbären finden, ja, dann wäre es ganz nett, wenn du die mal ganz lassen und heile pflücken würdest. Das würde uns wirklich sehr helfen, meine Liebe. Gardist Nilung. Aha. Hey ihr, seht euch vor. Im Dunkelwald ist es nicht sicher. Wildtiere und Räuber treiben sich dort rum. Ach, mach dir keine Sorgen, ich habe Rulana dabei. Danke für die Warnung, aber wir werden schon zurechtkommen. Autosave? Das war erst Spannung. Ein. Ach, nur wegen dem Einbärenstrauch hättest du doch nicht speichern müssen. Geh mal, mach das mal, ne? Ich glaube, ich lerne das lieber selber. Duster. Oh, da ist was los, da ist was los. Still hin. Oh, was ist da los? Gibt's ja mal gar nicht so. Ja, so. Oh, da wird gezangt. Irgendwie komme ich mit der Steuerung gerade nicht so klar. Rulana? Könntest du mal. Mach doch mal diesen hier. Und wir machen mal den. Nee, wir machen mal was Neues. Wir machen mal einen Blitz, dich find. Armer Wolf. Stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Mit dem Blitz, dich find, das war wohl irgendwie nix. Ja, mal sehen, was du für uns tun kannst. Sagt mal, seid ihr als alter Jäger, könntet ihr mir doch bestimmt etwas beibringen? Wir werden sehen. Bogenbau, Wildnisleben, Tierkunde, Bogen, Speere, gezielter Sturm für Fernkämpfe. Ah, ich merke mir das mal. Hey, stopp! Wart doch mal! Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Gibt's da irgendwas, womit ich euch eigentlich behilflich sein kann? Wir wurden nämlich von dem Wirt zu euch geschickt. Und der machte da so den einen oder anderen, er gab da einen Hinweis, gäbe hier Probleme. Ja, das könntet ihr! Ein Wolfsrudel, angeführt von einer schneeweißen Wölfin. Wächst derzeit viel zu stark an. Die Schleue ihrer Anführerin lässt das Rudel alle meine Fallen meiden und um direkt gegen sie zu kämpfen, sind es zu viele. Ihr könntet mir helfen, indem ihr die Alpha-Wölfin, also die Weiße, erlegt und mir ihr Fell bringt. Ihr habt also ein massives Wolfsproblem. Nicht nur, außerdem macht sich ein wild gewordener Bär breit, da er bereits erste Reisende angefallen hat. Bislang konnte ich ihn nicht stellen, aber ich konnte seine Pferde bis zu einer Höhle am großen See zurückverfolgen. Wenn er ihn erlegt, wäre Arvis treu um eine Gefahr ärmer. Bringt seinen Kopf als Zeichen des Erfolges.
Na gut, ich werde mich sowohl um die Wölfe als auch um das Bärenproblem kümmern. Ich eigentlich dagegen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja... Die armen Wölfe. Naja. So. Oh, ich bin hier ganz unbewaffnet. Huch! Wie konnte das nur passieren? Ja. Okay, und da ist seine Werkbank. Da könnten wir, also wenn wir Bogenbau lernen, könnten wir hier auch etwas fabrizieren. Hoffentlich besser als das Blumengepflücke von der guten Rulana. So. Also ich bin dafür, wir gehen mal zur Höhle. Wir gucken uns mal den Bären an. Wir lassen uns ja keinen Bären aufbinden von den Bären. Die Wölfe, das sind ja ein paar zu viele. Also das schaffen wir, glaube ich, allein. Und im Moment jetzt noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ah, Wildschweine. In der Rulana war jetzt nicht gemeint. Guck mal, Rulana, ein Einbärenstrauch. Ich nehme die Sache in die Hand. Bitte, bitte, diesmal aber vernünftig. Oh. Klasse, gut, dass wir dich mitgenommen haben. Ist ja wirklich sehr hilfreich. Ja, also ich möchte ja eigentlich nicht mich unbedingt da mit den Wildschweinen einlassen, aber ich fürchte, wenn wir jetzt dazu in Richtung Kahlkampf laufen, könnte es sein, dass sie uns nicht in Ruhe lassen. Ja, das ist es. Okay, Rulana. Du darfst. Und ich mach mal einen Blitz dich find und los geht's. Ich nehm die Sache in die Hand. Zum Angriff. Tja, jetzt wisst ihr, woher der Spruch, du armes Schwein, kommt. Aus dem Dunkelwald. Da, gehen wir mal weiter. Keine Zeit zu verlieren. Der gute Draner, der könnte ja zwischenzeitlich auch noch jemand anders hier kennenlernen, ne? Und dann ist die arme Salina ganz, ganz traurig. Da pirschen wir uns mal ganz zutsche ran. Du trägst die Truhe. Du, ich nicht. Immer willst du alles bestimmen. Aber jetzt kannst du auch mal die Truhe tragen. Wie bitte? Aha, okay. Gut. Machen das mal mit einem Blitz, dich find, mein Guter. Ne, damit machen wir das. Blitz, dich find und Rulana, sei doch mal so gut. Kurkum! Genau. So hatte ich mir das gedacht. Und
Warum greift der mich jetzt an? Gute Entscheidung. Ulana, tank den doch mal weg, bitte. Der nervt mich gerade so ein bisschen. Ich hau derweil mal hier auf den guten Votor ein. Der ist ja sowieso geblendet. Von, ja, nicht von meiner Schönheit in dem Fall. Aber dich werden wir auch mal blenden. Und Ulana, du darfst auch ruhig nochmal kräftig Saures geben. Zack. Hier hast du deine Herausforderungen. Zasch. Jul. So, was habt ihr denn so Schönes dabei? Ich... Und eine Truhe. Hallo, Reh. Sag bloß. Eine Schnupftabaksdose, natürlich ein Flachmann des Graja. Beil Entermesser. Ist davon irgendetwas von Interesse für unsere gute Rolana? Also ich würde mal sagen, der Holzknüppel wohl eher nicht. Die Embleme verkaufen wir. Hallo? Ich will das doch nur darüber. So, genau. Waffenbalm ist auch mehr was für dich. Ein Messer? Lohnt, glaube ich, nicht. Das kriegst du nicht. Skraja. Was ist denn eine Skraja? Ist eine Hiebwaffe. Wie bist du denn so bei Hiebwaffen? 3. Wie bin ich so bei Hiebwaffen? Ach so, genauso gut. Ein Beil ist ein... Eine Axt, nehme ich mal an. Ist, nee, ist auch eine Hiebwaffe. Und ein Entermesser ist... Ein Säbel. Säbel ist wohl eher was für dich, nicht wahr? 1W plus 3, 1W plus 2. Dann tauschen wir das doch mal aus. So. Und das war's schon. Mehr ist da nicht drin. Ich mach's so aus. So. Jetzt sind wir hier auf dem Kahlkopf. Sehe ich das richtig? Zwei Räuber geräubert, gemeuchelt. Wir wollten ja eigentlich hier zu... zur Höhle, ne? Gehen wir mal zur Höhle. Ah, keine Angst, wir tun dir nichts. Also ich jedenfalls... falls nicht. Okay... Schon wieder Wildschweine. Wer hat denn die Sau hier rausgelassen? Meine Rache. Schweinerei! Mach's tot! Da kriegen wir aber ganz schön auf die Mütze, muss ich mal sagen. So, meine Gute, geh du mal dahin. Verbind dich mal an. Du kannst das gar nicht, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich das gelernt habe. Dann machen wir mal lieber diesen hier. Genau. Bisschen abgelenkt. Zack. So. Können wir gleich mal gucken. Wie ist das denn mit Wunden heilen hier? Wunden heilen 1. Das ist mal gerade nicht so das meiste, ne? Rolana?
Könntest du mal so nett sein? Und uns verbinden? Könntest du mal so nett sein und uns verbinden? Könntest du, Rolana, vielleicht mal so nett sein und uns verbinden? Ach, hab vielen Dank. Das kam ja prompt, ne? Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. So. Wir wollten eigentlich immer noch zur Höhle. Kommst du mit? Höhle ist da, wir sind da. Mal sneaky hier vorbeiflitschen. Wenn das denn... Ne, ich glaube, da kommt man nicht weiter. Also unten lang. Ich lasse mich hier hinreißen. Ein Flötkonzert. Ich glaube, ich krieg die Motten. Welche Geräusche machen Motten eigentlich? Machen die überhaupt Geräusche? Ja, bestimmt, aber... Ah ja, okay. Ach, guck mal, Rolana, ein Einbärenstrauch. Möchtest du vielleicht auch mal deine Fähigkeiten testen? Ich glaube, da warten wir, bis ich mal ein bisschen gesteigert habe. Da ist der Gardist, okay. Wir sehen den Gardist, der muss ja da irgendwo sein. Okay. Aber wir wollten ja zur Höhle. Das sieht aus wie eine Höhle. Und das sieht aus wie die Kiste. Und die Kiste gucken wir uns natürlich... Eine Pechfackel, okay. Das ist wahrscheinlich ein Wink mit einer Pechfackel. Und in die Höhle gehen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne, viel Spaß, alles Gute. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss, arrivederci, wie auch immer. Keine Ahnung mehr, fällt mir jetzt nicht ein. Also macht's gut, ciao.